Ja, hallo, ich bin's, der Jassen. Ja, genau, der originale Jassen. Ich bin wieder da aus der Versenkung. Ja, na gut, es waren ja jetzt auch nur 2 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung, mir auch egal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, mir geht's gut und ja, ich werde heute jedoch nicht allzu viele Wörter verlieren, denn ich habe euch ein paar grandiose Clips zusammengeschnitten. Unsere glorreichen Weltretter von Extinction Rebellion und Fridays for Future forcieren ja bekanntlich den ein oder anderen Knirsch in Videoform. Und da dachte ich mir, schneide ich diese Relikte für die Nachwelt zusammen und präsentiere sie euch auf meinem Kanal. Ja, das war's dann meinerseits auch schon. Abonniert mich für mehr Content, der wohl nächste Zeit auch ein wenig frequentierter kommen wird, hoffe ich. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video und bis dann, ihr Lumpen! I just don't know if they're gonna do anything. And I'm so concerned with the fact that if they're not gonna change anything, then what's gonna happen to humankind? What's gonna happen to what's gonna happen to the whole world? If no one does anything. Wait a minute. What the fuck? What the fuck? What the f- Yes, Klima! Deutschland! Ausrufen! Yes, Klima! Deutschland! Ausrufen! Yes, Klima! Deutschland! Ausrufen! Yes, Klima! Deutschland! Hast du Spaß? Ja, auf jeden Fall. Darf man Spaß haben, wenn die Welt untergeht? Wir haben das auch vorher schon gehört bei anderen, noch kleiner, jüngeren Kindern eigentlich sogar, die gesagt haben, sie haben Angst. Ich frage mal, ob das bei den Älteren auch so ist. We heard a couple of kids here before who said they're actually really seriously scared that their life will not be what it is now. Are you scared? I'm actually scared to death. Bruh. Friedensbewegung, wo die Autos anhalten. Für was? Respekt. Das ist nicht. Respekt. Denkst du darüber nach? Entschuldigen Sie, es ist für unsere Zukunft. Ach, leck mich im Arsch. Wir wollen nicht, dass wir krank sind. Ökos. Öko-Fritzen, die sind einfach überall. Sie wollen den Planeten retten, aber sie rauchen nur Joints und stinken. Hilfe! Wir Alte haben das kaputt gemacht, wir haben das verbockt. Und ich bin Mutter. Und ich finde es traurig, wenn meine Tochter sagt, vermutlich werde ich kein Kind mehr können haben. Und dann muss ich sagen, ja, das finde ich Wahnsinn. Ja, auch nicht nur zur Schule zu gehen, wenn wir in ein paar Jahren dann tot sind, weil der Klimawandel so weit vorangeschritten ist.
guys are Extinction Rebellion. This action is not targeted to disrupt people on the tube. This action is targeted at government. The activists here are expressing their rage, their frustration. A few moments later. Darf ich Sie was fragen? Ich bin von Games of Truth, ein YouTube-Kanal. Ja. Sie haben ein Schild, ich hätte lieber Schulden als den Klimawandel. Meinen ja. Sie das ernst? Ja, natürlich. Hatten Sie schon mal Schulden? Nicht so wirklich. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn Sie Schulden haben? Ja, habe ich halt kein Geld mehr auf dem Konto und weniger. Und vielleicht haben Sie dann gar nichts mehr zu essen oder Sie müssen Ihre Wohnung verlassen. Aber wäre halt besser als der Klimawandel, da kann ich ja trotzdem zurecht. Echt? Naja, wenn ich obdachlos bin und Schulden habe, aber dann habe ich halt immer noch irgendwie eine Erde. Aber wenn es den Klimawandel gibt, dann stehe ich irgendwann vielleicht auch auf der Straße, weil mein Haus abfackelt. Und abfackeln? Ja, kann ja sein. Wenn man jetzt in Kalifornien zum Beispiel sein würde, da sind die ganzen Häuser ja auch abgefackelt. Okay. Bei der Rettung der Erde. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Also Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem. Aber es geht auch nicht nur um Klimawandel. Nein, keine Frage. Was wir hier so zwischen den Zeilen am Essenstisch in den Büros erleben, ist viel mehr als das. Es ist vielleicht so, dass wir eine Kulturrevolution. Okay, das war das Ende des Videos. Tschüss.